Hallo, meine Lieben, hier bin ich wieder, eure Bambinini. Neue Woche ist schon gestartet. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Vielleicht durftet ihr auch schon wieder in den Kindergarten gehen und eure Freunde treffen und hattet bisher einen wunderschönen Tag. Ja, also jetzt könnte man von der Zeit her fast einen Mittagsschlaf halten oder aber die Geschichte auch zur guten Nacht hören. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich hoffe, euch geht's gut und dann werde ich mal wieder mein Buch hervorholen. Die gute Nacht Geschichten. Ich gucke mal, wie die Geschichte heute heißt. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Ich lasse mich da jedes Mal auch von dem Buch überraschen. Okay, die Geschichte wird heißen von der frechen Maus Fritz. Guckt. Aber welche ist nun Fritz, huh? Da gibt es ja ganz, ganz viele Mäuse. Wartet mal, wie viel zähle ich denn da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich sechs gezählt. Und ihr? Na, müssen wir mal gucken, ob man da noch rausbekommt, welche Maus der Fritz ist. Okay, dann macht es euch schön bequem, ihr Lieben. Ich fange dann mal an. Also, von der frechen Maus Fritz. Brrr. Froren drei kleine Mäusekinder in ihrem Mauseloch, denn der Winter nahte. Für Familie Maus war es an der Zeit, sich einen warmen Unterschlupf zu suchen. Lasst uns zum Bäckermeister Zuckersüß ziehen, meinte der Mäusepapa. Dort im Keller ist gemütlich. Und so schön warm und kuschelig. Ich komme mit, rief der Mäuserich Fritz, ein Verwandter der Mäusefamilie. Nein, nein, piepsten die drei Mäusekinder. Er macht uns immer Knoten in die Schwänze. Nein, nein. Aber die Mäuseeltern hatten Mitleid mit dem frechen Fritz. Und so flitzten sie alle zusammen durch ein offenes Fenster in den Keller von Bäckermeister Zuckersüß. Dort standen auf den Regalen feine, runde Schokoladenkuchen. Weil die Mäuse großen Appetit hatten, knabberten sie gleich daran herum. Da ging plötzlich die Kellertür auf. Die Mäuse versteckten sich blitzschnell hinter einen Mehlsack. Na so was, rief der Bäckermeister. Wer hat meinen Kuchen angefressen? Wenn ich den erwische, dann gnade ihm Gott. Mit einer Schüssel voll Rosinen stapfte er wieder hinaus. Was machen wir denn jetzt? Fragte die Mäusemama ängstlich. Die freche Maus Fritz hatte eine gute Idee, denn freche Mäuse, die auch noch Fritz heißen, haben oft gute Ideen. Wir knabbern die runden Schokoladenkuchen einfach zu Schokoladenherzen. Wollt ihr wissen, was der Bäckermeister Zuckersüß sagte, als er wieder in den Keller kam? Oh, wie schön! Schokoladenherzen, was für ein guter Einfall meines Lehrjungen! Lachten die freche Maus. Fritz hinter dem Mehlsack. Pieps, pieps. Und nun ist die Geschichte schon wieder zu Ende, meine Lieben. Jetzt haben wir das Rätsel auch gelöst, welche Maus der Fritz war, nämlich der Freche, der solche gute Ideen hatte, die Kuchen so anzuknabbern,
dass aus dem Kuchen ein schönes Schokoladenherz herauskam. Und der Bäckermeister dachte, das wäre die Idee gewesen von seinem Gesellen. Und schon hatten die Mäuse freies Spiel und freien Lauf und konnten von da an immer schön den Kuchen heimlich fressen. Gute Nacht, meine Lieben. Schlaft schön. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.